Ihr braucht günstige Coins, PSN-Cards oder Xbox Live, dann checkt auf jeden Fall IG Vault ab und benutzt den 8% Discount-Code REALFIFA für mehr Rabatt. Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Pack Opening. Und heute ist es endlich soweit, denn sie haben, also FIFA, haben endlich die Winter Upgrades released. Alter, wir haben alle gewartet. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt dieses Video gemacht habe. Das waren schon gut 3 Wochen her. Ihr habt mich immer gefragt und ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. Aber heute ist es soweit und heute sind die Premier League Upgrades draußen mit Pogba, mit Eden Hazard, mit De Gea und natürlich auch Kevin De Bruyne. Ja, weiß ich nicht. Also manche Upgrades sind vielleicht ein bisschen fragwürdig. Schreibt auf jeden Fall mal rein, wen ihr es gönnt und wem ihr es nicht gönnt. Also Martial hat natürlich auch ein Upgrade. Da muss man dann so sagen, gut, kann man machen, muss man jetzt aber nicht. Von der 81er Karte auf 83. Mich soll es nicht stören. Mich soll es, sage ich mal, noch umso mehr ansprechen, Packs zu öffnen. Euch natürlich auch. Deswegen lasst auf jeden Fall gerne ein Like da und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Hier seht ihr es nochmal, die Premier League Monster. So, dann schauen wir uns doch einfach mal kurz mein Team an und gucken, wer von den Spielern geupgradet wurde. Denn ihr wisst es ja alle, wir haben den roten Pogba und das seht ihr schon selber. Der hat jetzt eine 88er Karte, heißt, unsere rote Karte ist nochmal auf 89 gekommen. Und das sieht dann natürlich nochmal umso stärker aus. 519 Spieler haben wir jetzt schon mit dem gemacht. 100 Tore, 131 Vorlagen, also schon stabil. Dann haben wir hier Mohamed Salah, der hat auch jetzt eine 89er Karte als Play of the Month. Sehr, sehr nice. Son wurde nicht geupgradet, mein roter Son leider. Schade, aber okay. Das sind erstmal die Premier League Spieler, die bei mir geupgradet wurden. Einmal Salah und einmal Pogba. De Gea muss ich mir den neuen noch gönnen. Der ist jetzt natürlich veraltet und wahrscheinlich sinkt er ein bisschen. Keine Ahnung, kann man mal kurz gucken. Wir werden natürlich jetzt gleich in die Lightning Round gehen. Obwohl, okay, so ganz gesunken ist er jetzt nicht zum Glück. Und dann werden wir einfach mal hoffen, dass wir gleich den neuen De Gea hier ins Tor stellen können. Aber einfach mal schauen und lasst natürlich gerne ein Like da. 3000 Likes wären heftig für den Upgrade-Hype. Jetzt erstmal die Premier League-Karten und einfach irgendwelche dicken Upgrades ziehen und schreibt natürlich rein, wen ihr gezogen habt und welche Karte von euch geboostet wurde. Bei mir ist es einmal Salah und natürlich dann Pogba. Also, ja, sind schon mal 2 gute und jetzt mal schauen, ob wir auch eine Upgrade-Karte ziehen. Dann geht's jetzt los mit den ersten Packs und ich würde sagen, wir öffnen 10 45k-Packs. Danach gibt es auch noch auf meinem anderen Account Packs, deswegen alles easy. Und jetzt hier das erste Set, hoffentlich mit einer dicken Upgrade-Überraschung. Ja, Mann, das fängt auf jeden Fall gut an. Okay, komm, los geht's hier. Das erste Pack war komplett scheiße, deswegen musste ich euch nicht zeigen. Gleich überspringen den Kack hier. So, jetzt aber, jawohl, dann wird schon besser. Und das ist vielleicht schon ein Upgrade. Spanien, Stürmer. Ach komm, das hätte Morata sein können. Es ist aber Aduriz. Tja, der Aduriz, Alter. 84 rated. Bisher sind ja nur die Premier League Upgrades draußen. Und komm mal hier, 600 FIFA Points, Alter. Das muss man sich mal gönnen. Denn die ist Abzocke. Oder vielleicht auch nicht. Wenn jetzt hier was Gutes kommt, dann nehme ich das zurück. Und es wird Deutschland, linker Flügel. Ah, Julian Draxler sein, okay. Naja, er ist immerhin 84 rated, aber das Pack kostet natürlich. Und Draxler leider nicht. Walkout haben wir hier noch. So, dann warten wir natürlich auf Lightning Rounds. Und jetzt wird es wieder ein Schlitz. Martial oder so. Der wird bestimmt was wert sein. Argentinien. Stürmer. Och komm. Icardi. Ey, da gibt es so viele. Aguero. Warte mal, hat Aguero eigentlich. Warte mal, hat Aguero kein Upgrade, Digga? Aguero hat kein Upgrade, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Das wäre echt lächerlich, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der hat echt kein Upgrade. Deswegen ziehen wir jetzt hier auch Icardi. Das letzte 45.000er Pack. Also eigentlich waren die echt gar nicht schlecht so. Aber jetzt würde ich sagen, öffnet die am besten nicht. Und jetzt kommt nochmal ein Schlitz. Also es kann ja was Gutes sein. Es kann. Und es wird... Es wird okay, okay, okay. Okay, es wird Sokratis. Ist, glaube ich, kein Walkout mehr. Aber 86 rated. Ja, da kann sich noch was dahinter verstecken. Das ist der einzige gute Spieler, der wirklich, denke ich, auch noch ein bisschen was wert ist. Ja, ansonsten leider keinen hier gezogen. So, Sokratis, gucken wir mal nach. 20k vielleicht. Ja, okay, 20k geht. Tatsächlich, 100k Packs sind am Start. Und wir werden natürlich
7 Stück öffnen, können wir. Und dann gehen wir rüber auf den anderen Account und mal schauen, ob hier im ersten 100k-Pack was Geiles kommen möchte. Brasilien, Stürmer. Oh, Liverpool. Und das ist Roberto Firmino. Und das ist der erste Upgrade-Spieler, 84er. Roberto Firmino, Jungs. Okay, das wird, denke ich, was Nice ist. Also er wird, denke ich, was wert sein. So, wir schauen jetzt erstmal nach, wie viel wert der ist. Okay, 15k, dann nehme ich mich zurück. Ey, warte mal, hat den gerade jemand einfach für 15k raufgestellt? Wir packen ihn auf die Transferliste. Olivier Giroud in der Chelsea-Version. Lasst auf jeden Fall ein Like da für diesen Upgrade-Hype. Haben wir noch irgendwas? Ich glaube nicht, aber wir packen den Rest erstmal auf die Transferliste. Weiter geht's mit den nächsten 100k-Packs. Komm schon, der nächste Upgrade-Spieler vielleicht hier in diesem Pack. Bitte einfach Hazard oder De Bruyne oder sowas. Oder De Gea wäre auch stabil. Es kommt, ja, es kommt der Walkout und es wird Handanovic sein. Und ich glaube, der hat keinen... Ja, ich glaube, der hat kein Upgrade bekommen. Aber der erste Walkout, Handanovic, ist am Start. Mal schauen, ob hier noch irgendwas hintersteckt. Vitolo, Quaresma, Kistensinn, den wir gezogen haben. Salah oder so, wäre auch nicht schlecht. Wenn der kommt, dann würde ich ausrasten. Mal gucken, ob einer kommt, Digga. Komm jetzt hier. Ein Upgrade-Spieler. Es wird Heung-Min Son. Und der hat eine 83er Karte. Wie viel hatte seine normale? Die hat doch nur 82, oder? Er hatte nur plus 1 bekommen. Heung-Min Son hier, ja, genau. 83er hätte man auch eine 84er geben können, ehrlich gesagt. Welche Karte wird kommen? Deutschland, Innenverteidiger, Arsenal. Okay, Skoda Mustafi hatte auch vorher schon eine 84er. Heißt, es ist noch kein Upgrade hier. Noch kein Upgrade-Spieler. Skoda Mustafi, Carvalho, Dembele ist ganz okay. Aber ansonsten sehe ich hier noch nichts. Doch, schon wieder. Okay, der wird vielleicht doch ziemlich aufgezogen, aber... Ich denke mal trotzdem, dass er mehr wert ist als 950. So, die 82er nehmen wir noch mit. Komm schon, eine krasse Karte noch. Oder vielleicht auch so eine Icon oder so. Auch was Geiles. Deutschland schon wieder. Torwart. Ah, es wird der Timo Horn sein. 84er Timo Horn. Jetzt kann eigentlich mal die nächste, ja, geile Walkout-Karte kommen. Nani, wollte ich sagen, Pereira. 100k-Pack können wir hier noch ziehen und dann mal schauen, ob wir noch ein 45k-Pack oder so rauskratzen können. Das letzte 100k-Set. Und es wird ein Inform sein. Welcher Inform wird es? Brasilien, Stürmer, Porto. Okay, das ist dieser Suarez. Der hat eigentlich ganz nice Stats, wenn ich ehrlich bin. Aber, ja, 87 Füße, 88 Tempo ist gut halt. Er wird aber... denke ich, nichts kosten. Mal schauen, ob da noch irgendwas versteckt ist. Mauri Icardi, Reyna, Via und sonst wieder Ake, Digga, den ziehst du echt oft. Ja, leider nichts. Egal, wir öffnen noch ein paar weitere Packs. Ein 45k-Pack können wir hier noch ziehen. Die sind ja auch eigentlich meistens gar nicht so schlecht. Und da kommt auch ein Schlitz. Und welcher... wird es? Das wird erstmal kurz der Innenverteidiger und das ist Bailly, 84 rated. Würde ich sagen, hat sich gelohnt, dieses 45k-Pack zu öffnen. Schon wieder eine Schnubbe der Schnuppen und ob da noch was hinter sein möchte, erstmal nicht. Schade, aber egal, Bailly ist gut. Ah, ach so, das sind Premier League-Spieler-Sets. Das habe ich jetzt erst gecheckt. Hier kann auf jeden Fall ein Upgrade drin sein. Eigentlich habe ich jetzt erst gecheckt, dass diese 30k-Packs ja Upgrade-Spieler sind. Und da kommt der erste. Und das ist Roberto Firmino. Ey, da hätte ich die doch gleich öffnen sollen. Diese 30k-Packs sind ja gar nicht schlecht. Und das ist der erste, Jungs. Roberto Firmino. Und da hätte eigentlich auch noch ein anderer drin sein können. Mal schauen, wie viel wert er ist. Ich denke jetzt nicht so übertrieben viel. Aber trotzdem so, ja, 15k oder so. Ist sehr nice eigentlich. So, dieses Pack, ja, oder diese Packs werden wir auf jeden Fall ziehen. Was sind das für Stats, Alter? 20 Schuss, okay. Da hätte ich ja vielleicht mehr, man weiß es nicht. So, komm, packen wir die zum Verein. Okay, Firmino Nummer 1. Oh, obwohl Lingard, Digga. Das ist ein Upgrade, Alter. Wollte ich gerade rummeckern hier. Ja, okay, der kostet so vielleicht 2.000-3.000, aber ja, immerhin einer. Jetzt hier, mit Ansage 83er. Komm. Ja, oh, das klappt auch noch. Komm schon, jetzt eine Upgrade-Karte, bitte, De Gea oder so.
Es wird nein, Digga. Ey, und es kommt keine Upgrade-Karte. Es war ja mal wieder klar. 83er Gue oder Gay oder was auch immer. Keine Ahnung, Alter. Lokadia Walkout jetzt. Bitte im Premier League Walkout. Komm schon. Mann, Alter, das gibt es doch einfach nicht. Ja, oh, komm, 83er Spieler, bitte. Komm schon, ein guter Walkout. Nein, ja, ZOM, es wird Eriksen Walkout 88 rated. Und das ist deine Upgrade-Karte, oder? Hä, der hat doch 87 vorher. Sauber, Alter, 88er Upgrade. Er muss ich jetzt gleich mal schauen, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass der Typ Upgrade ist. So, Moment mal, Jungs, ich schau mal kurz. So, Eriksen, 88, bitte. Sag mir, dass der Typ ein Upgrade hat. Jawohl, Alter, so ein High-Rated Upgrade. Einfach mal kurz geluckt und der hatte eine 87er Karte. Und wir ziehen einen 88er Eriksen. Und ich bin gespannt, wie viel wert der Typ ist. Da bin ich jetzt mal ehrlich gespannt. Da kann noch was hinter sein, ist egal. Okay, komm, Christian Eriksen, lass mal schauen, wie viel wert der ist. Und er kostet stolze 80.000, naja, okay, 70.000 Coins. Aber das ist wirklich stark. Also, für so eine Packs hätte ich nicht gedacht, dass da noch ein 88er Christian Eriksen kommt. Sauber. So, komm, zwei Packages noch. Zwei Packages von den Premier League Packs. Die Premier League Packs. Boah, die sind gut. Die sind gut. Wenn sowas kommt, dann kann es nur ein guter sein. Und es wird Spanien. ZOM. Es wird der nächste. David Silva. 89 rated. Der Typ hat jetzt eine 89 rated Card. Der nächste Upgrade-Spieler im fucking Pack, Alter. Warum kommen die jetzt zum Schluss? Also, ich weiß es nicht. Aber zum Schluss ist vielleicht immer das Beste. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. 89er. David Silva. Nice. So. Nehmen wir mit. Und mal gucken, ob da noch was hinter ist. Könnte sein. Es wird Kolasinac. Und der ist auch nochmal Upgrade, oder? Oder? Der hatte doch 89 Physis vorher. Keine Ahnung, Mann. 89er Silva. Jungs. 50, 60k. Sauber. Und Kolasinac. Ich glaube, der ist auch nochmal geupgradet worden. Aber der kostet leider nichts, deswegen... Naja, egal. So, nehmen wir mit Eriksen und David Silva. Letztes Pack, Alter. Komm, wir nehmen das letzte Pack nochmal mit. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like da für diese Upgrade-Packs. Waren auf jeden Fall stabil. Wir haben viele gezogen und jetzt zum Schluss kommt natürlich keiner. Aber, ja, tja. Die wollen einfach keine gute Karte zum Abschluss. Obwohl, okay, es ist doch nochmal eine Upgrade-Karte. Lingard, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr zufrieden. Heftige Packs jetzt hier. Lasst ein Like da für mehr... für den Upgrade-Hype und schreibt natürlich in die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Und dann macht's gut. Wen habt ihr gezogen? Was findet ihr verdient? Wen findet ihr unverdient bei den Upgrades? Haut rein und bis zum nächsten Mal.